das ist der Nürnberg, die Muskulatur und so, alles perfekt. Angeblich soll er hier vorne oder an der Seite da gesessen haben. Ja, das ist Liebe. Für mich ist es das Größte, hier zu arbeiten. Das ist ein Privileg. Das goldene Handschuh ist einmalig. Älteste Kaschemme, Deutschland, glaube ich sogar. Das ist hier auf jeden Fall einmalig. Klappt nirgends, außer in Hamburg, was auch immer. Mein Großvater hat das vor 62 Jahren gegründet hier. Und ich habe 1982 hier angefangen. Dann hat mein Vater mich gefragt, kannst du nicht mal so ein halbes Jahr hier helfen, bis wir wieder so ein bisschen gefestigt sind. Ich sage, Mensch, Vater, das ist überhaupt gar nicht meine Welt und eigentlich hatte ich da überhaupt keine Lust zu. Und dann ich sage, ja gut, ich probiere das mal aus. Und dann habe ich zuerst bei ihm gekellnert. Das hat 6 Wochen gedauert. Da haben wir uns bei die Köpfe angehauen. Das hatte überhaupt gar keinen Sinn. Und dann hat er gesagt, Mensch, mach das doch mal selber in den Tresen und das packst du, hast du. Und, ja gut, ich sag, ich probiere das mal aus. Dann habe ich selbst in den Tresen gearbeitet und bin dann hängen geblieben und bin jetzt 33 Jahre hier. Nee, das kann nicht angehen. Das kann nicht wahr sein. Nee, das kann nicht wahr sein. Das, echt. Mich sieht man nicht so gern. Okay? Aber wenn das mit Ton ist, wenn das mit Ton ist, dann habe ich mich zu entschuldigen. Ja, die Enttäuschung ist zu groß. Einfach nur einen scheiß Namen hinschreiben, läuft. Ich tue mir jetzt auch rein. Ich guck immer. Das ist so. Muss immer wissen, was hier los ist. Bin ja schon ein paar Jahre hier. Muss immer wissen, was auf der Straße los ist. Neugierig. So sieht man einiges. So kriegt man alles mit. Also er war ein Hafenarbeiter oder ein Sicherheitsmann am Hafen und kam hierher, hat seine Getränke getrunken, Weinbrand Cola, glaube ich, oder lange. Und ja, hat sich dann halt sozial schwächere Frauen ausgesucht, die er mit nach Hause genommen hat, denen er die große Liebe vorgegaukelt hatte, sie bei sich hatte wohnen lassen und wenn sie dann halt nicht mehr wollten, sie halt zermetzelt hat. Rausgekommen ist das Ganze ja durch so einen Zufall. In dem Haus, wo er gewohnt hat, in Ottensen, da hat das gebrannt und in den Dachseiten haben sie dann was gefunden. Da hat das dann dermaßen gestunken wohl. Denke mal, Verwesungsgerüche und so. Und dann ist das ja erst zutage gekommen. Und ich glaube, gefunden haben sie bei ihm 4 zerstückelte Frauen gefunden. Die eine, die hat hier sogar mal kurzzeitig sauber gemacht. Ja. Ich kann dir die nur vom Erzählen. Angeblich soll er hier vorne oder an der Seite da immer gesessen haben, aber vorne war damals noch keine Bank, da waren die Bank, die habe ich irgendwann erst installieren lassen, da waren auch immer noch Hocker zu der Zeit. Thank you.
Kultkneipe und deshalb kommen sehr, sehr viele Leute, jung und alt, Touristen, man lernt viele Leute kennen dadurch. Ja, wenn ich unterwegs bin, gibt es keinen allein. Da sind immer andere mit dabei. Na, dann bin ich stolz drauf, na, dass es andere gibt. Na? Hey, komm wieder weg.